Willkommen zu einer weiteren frostigen Folge Plants vs. Zombies 2. Freut mich, dass du da draußen wieder reinbipperst. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die eiskalten Menschen, die ein klein wenig ihr kaltes Herz erwärmen konnten und dem letzten Video eine Bewertung gegeben haben. Ihr kennt das Ganze wie immer, würde ich mich freuen, wenn ihr weiterhin eine Bewertung dalassen würdet. Denn so könnt ihr natürlich dieses Projekt hier am allerbesten supporten. Und ich schwitze derzeit in der Arena. Ich gebe mir wirklich größte Mühe, die Minze zu bekommen, die Speerminze. Wir sind kurz davor. Es fehlt eigentlich gar nicht mehr so viel. Die Runde hier geht jetzt noch 7 Stunden. Ich werde versuchen, Platz 1 zu werden. Und dann haben wir es ja eigentlich schon zusammen. Ja, also Platz 1, so ein bisschen daddeln. Hier ein, zwei Belohnungen mitnehmen. Und dann sind wir ja eigentlich schon durch. Und ich werde definitiv auch noch die 200 und 300er Belohnungen mir hier holen. Dann haben wir nämlich die Pokra schon mal ein bisschen gelevelt. That's the plan, my friend. Und ich habe, ja, noch mehr Neuigkeiten. Ich habe hier den Hypnopilz gekauft mit Diamanten oder Edelstein. Denn den kann man sich ja in-game erkaufen. Und da habe ich direkt zugeschlagen und gedacht, yo, den nehmen wir mit. So, Frostbollenhöhlen. Sieht sexy aus. Gehen wir hinein. Ja, ich habe einmal dieses Ding hier gekauft. Ich werde immer und immer und immer wieder dran erinnert. Bis an mein Lebensende. Brrr, oh, das ist ja kälter als eine Eisbärenschnauze. In der Tat, offenbar haben wir die Frostbollenhöhlen erreicht. Wir sind so weit in die Vergangenheit gereist, so langsam wird's prähistorisch. Fürwahr, ein historischer Augenblick, Benutzer Dave. Was aber viel wichtiger ist, meine Sensoren zeigen eine Eisscholle auf dem Rasen an. Den Daten zufolge wird sie sowohl Pflanzen als auch Zombies blockieren. Ich bin mir aber sicher, dass die hungrigen Zombies einen Weg drumherum finden werden. Keine Sorge, mit guter Planung können wir die Zombies kalt stellen. Verstanden? Ich bin Dave. Okay, Dave. Nun, mein erster Gedanke wäre hierbei natürlich... Nutze Feuer. Und nutze die Macht der Hypnose. Los geht's. Los geht's. Oh, wie süß. Kleine Biber. Kleine Bibermeer. Alright, wo kommen die? So, machen wir hier einen hin. Werden hier die Zombies blockiert? Oh nein, ich wette, ich muss erstmal die Nuss hier wegballern. Oh, warum habe ich den hinten platziert? Na egal. Ich habe eh nie irgendein vernünftiges System hier. Oder mache ich hier noch so einen hin? Eigentlich wollte ich den in die Reihe platzieren. Aber ihr kennt mich. Ich bin Mr. Chaos. Oh, ich habe eine neue Fähigkeit. Ja klar, natürlich. Die kann man nicht einfrieren. Das ergibt alles Sinn, du. Aber Feuer müsst ihr doch richtig bamsen. Komm schon, Baby. Ach, die sliden hier nach unten. Oh, so läuft das also hier. Hier wird einfach geslidet. Die Musik ist geil. Komm schon. Ja, easy, easy, easy. Kriegen wir auch ein bisschen Dünger Spezial. Guck mal hier nochmal. Bam. Nein, die sind alle tot. Ich mach hier mal einen Hypnopilz hin. Ich bin neugierig. Ich will ihn mal in Aktion sehen. Und? Cool. Ah, okay. Er wurde noch konvertiert. Hypnopilz ist eigentlich ganz cool. Mag das Ding. Wir haben voll die krasse Armee. What you gonna do, my friend? Warte. Burn. Burn, baby, burn. Okay, das war's schon. Ah ne, da kommt ja noch eine Welle. Nach der Welle war's da schon wieder. Hier noch einen hin. Hier noch einen hin. Zack, 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 zack. Stich, stich, stich. Boah, ich will die unbedingt leveln.
Ich muss Arena spielen. Das Spiel zwingt mich regelrecht dazu. Was habe ich denn hier? Was ist das hier? Eine Kastanie? Eine Süßkartoffel? Was soll das sein? Eine heiße Kartoffel? Heiße Kartoffel! Okay. Ah, aha. Damit kann ich einen Eisblock direkt schmelzen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Nicht hinsehen, Penny. Die Pflanzen haben einen schweren Fall von Gehirnverbrannt. Gefrierbrand. Das sind die eisigen Winde aus dieser Zeit. Sie haben die Pflanzen gelähmt. Wie wäre es, wenn wir die heißen Kartoffeln um Hilfe bitten? Sie kann die Eisblöcke schmelzen. Mit der Idee kann ich warm werden. Verstanden? Warm werden. Alright, heiße Kartoffel muss mit. Ja, ich habe ja alles dabei. Hypno halt nicht. Aber im Moment ist der eh nicht so interessant. Okay, wie läuft das? Erstmal dich. Und dich. Und dich. Und jetzt mache ich den mal hier drauf. Ah, alright. Ich verstehe. Okay, die können auch das Eis zerschlagen. Es muss nicht zwangsläufig irgendwas Feuriges sein. Moment mal, hat der den... Wann habe ich den aufgetaut? Hm. Ich bin leicht verwirrt. Kann ich auch dich damit? Nein. Nein, aber die heiße Kartoffel ist ja dann eigentlich... Obwohl, vielleicht gibt es später Zombies, die eine Frostfähigkeit besitzen. Dann ist die heiße Kartoffel doch nicht unnötig. Oh, oh, wir werden wieder eingefroren hier. Aber die hier können sie nicht einfrieren. So. Der eiskalte Wind, jetzt sehe ich's. Ganz schön mies. Aber weil wir super heiße Pflanzen haben, können die uns gar nicht einfrieren. Komm, wir machen mal den hier. Bam, 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 direkt weggeholt. Easy going. Ich werde die Eiswelt rocken. Und zwar so richtig. Und da haben wir schon direkt Tag 2 abgerödelt. Das Paprika-Katapult? Paprikatapult? Kakapult? Was für Wörter? Wenn man die schnell liest, wird man immer total brainfresh. Kartoffel. Süßes Ding. Wirkt ein bisschen depressiv. Und Bonus! Hypnopilz obendrauf. So will ich das sehen. Dankeschön. Ja, können wir direkt weitergehen. In die nächste Welt. Meine Daten zufolge wäre der Harry Kohl hier nützlich. Wenn der einmal kräftig pustet, frieren die Zombies die Füße ein. Echt cool, was der Junge so an kalter Luft absondert. Dave hat immer die besten Sprüche, ich weiß. Okay, Dave. Okay, beruhig dich wieder, okay? Harry Kohl. Aber den müssen wir doch, glaube ich, für Edelsteine kaufen. Müssen wir jetzt nur pusten? Weil das ist auch nur so ein Einwegding. Okay. Und jetzt machen wir den kalt. Aber der kann ja hier hoch switchen. Hm, machen wir hier noch einen hin. Oh nein, 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 nein. Das wird unangenehm. Very unangenehm. Weil die gehen ja komplett hier hoch. Slowzy. Weg mit denen. 1200 für Feuer. Ich würde es aber voll gerne mal testen. Bin da ein bisschen neugierig. Sollen wir es mal machen? Das kostet so viel. Ich will es probieren. Man lebt nur einmal. Wow. Okay, Feuer ist ja ultra krass. Oh, für den habe ich sogar einen Boost.
Bleibt schön hinten, Jungs. Schön hinten bleiben. Oh, oben wird unangenehm. Ich schiebe die Massen nach hinten. Und tschüss, Jungs. Die Musik ist einfach legendär. Oh nein, 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 ich beschädige die hier. Nicht gut. Okay, den sparen wir uns mal hier noch ein bisschen, weil ich werde hier dann einfach reinpimpen. Let's go. Ah, komm. Macht noch eine Runde. Rap, beep, 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 beep. Okay, es kommt noch eine große Welle. Also die geben hier richtig Gas. Wir sind erst auf Tag 3 und die hauen die auf die Backen. Wir ziehen sie hier ran und wir können sie notfalls wieder zurückschieben. Und dann haben wir jetzt hier überall schön Kraut, wo sie reinlatschen müssen. Und wusch. Ihr macht noch eine Runde, Jungs. Ihr gönnt euch noch eine Runde. Ich muss auch diese ganzen Erbsenkanonen, die muss man leveln. Unbedingt. Ihr macht noch mal eine Runde. Wenn man so eine Stachelkraut-Taktik fährt, das ist eigentlich ganz schön fies. So, hau ich die hier mal weg. Alle rein in den Zyklus der Vernichtung. Ja, müsste der eigentlich hinkriegen. So, das war's. Easy gewonnen. War ja beinahe schon geschenkt. Und die Flammenfähigkeit ist ultra gut. Leider kostet sie auch ultra viel. Ich will dieses Paprika-Ding. Da habe ich mega Bock drauf. Das will ich unbedingt haben. Allgemein, diese Katapultpflanzen gefallen mir eigentlich immer ganz gut. Ich finde die ziemlich nice. Ja gut. Let's do this like this. Also hier werde ich sehr viel mit Feuer arbeiten müssen. Haben wir eigentlich noch eine andere Pflanze, die Feuer hat? Vielleicht das Paprika-Katapult. So. Hier einen hin. Oh, perfekt, oder? Einfach nur perfekt. So wollen wir das alle sehen. Ich brauche unbedingt ein wenig Geld, damit ich mehr Blümchen machen kann. Kommt schon, einer muss jetzt hier mal was rausspucken. Die kommen verdächtig nah ran. So, perfekt. Oh, was ist das hier für einer? Der große Stammesführer kommt. Mit dem Säbelzahntigerfell. Ey, diese Elektrodinger sind einfach geil, oder? Mal. Hier noch einen hin. Da noch so einen hin. Yes, dick Kohle. Das hier ist gerade genau die Combo, die wir brauchen. Ich finde, das läuft einfach gerade perfekt. Durch und durch perfekt. Noch ein bisschen mehr Elektro. Schadet nie. Hier noch eine Gewitterwolke. Schadet auch nie. Noch so ein bisschen Kohle. Mach ich hier noch einen hin. Ja, die haben null Chance gegen uns. Und das war's ja schon wieder. Die letzte Welle.
heiße Kartoffel hätte ich mir schenken können. Die war jetzt ganz schön unnötig. Hat die irgendeine besondere Fähigkeit hier? Captain Säbelzahn? Und wir bekommen eine Piñata. Wird ja auch mal Zeit. Mehr Piñatas. Ich muss vorankommen. Die Pflanzen müssen wachsen und gedeihen. Und dazu brauchen wir Samen. Ohne Samen geht nichts in dieser Welt. Du musst alles mit deinem Samen benetzen. Erstmal ein kleines bisschen Geld. Aha. Oh. Das Paprikapult hätten wir dann schon direkt Level 2. Was bist du denn für einer? Mangold-Mangler? Könnte man auch direkt leveln. Aber keine Ahnung, wo man den bekommt. Wahrscheinlich hier in dieser Welt. Normalerweise findet man ja immer nur Samenpäckchen mit Pflanzen, die hier in dieser Welt sind. Hey, so langsam bekomme ich hier kalte Füße. Das meine ich nicht im übertragenen Sinn. Dann wird es Zeit zum Einheizen. Dafür empfehle ich das Paprikapult. Das schleudert heiße Paprikas auf Zombies und hält Pflanzen in der Nähe warm. Ein paar Paprikapult, perfekte Pflanze für diese prekären Part. Sind diese Artillerie... Was? Artillerationen wirklich... Ach, Alliteration, meine Güte, wirklich nötig, Benutzer Dave. Ja, sind sie, denn ich kann nicht mehr lesen. Ich werde immer dümmer. Dave macht mich dumm. Alliteration. Ich habe irgendwie Artillerie im Kopf gehabt wegen Paprika. So. Hier mal den hin. Okay, Feuerpflanzen sorgen also wirklich dafür, weil meine Erbse hat definitiv die anderen warm gehalten. Und jetzt wir wissen der Bescheid. Okay, die werden ja nochmal nach unten geslidet. Heißer Paprika. Wunderschön. Oh oh. Ey Leute, wir bauen hier unten was. Nein, 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 nein. Oh no, das wird eng. Ich glaube, wir können die Fähigkeit einsetzen. Ja, dann gut, aber einmal schnell durch. Hat da wieder Geld ausgegeben, weil ich unten nicht geguckt habe, weil ich so in meiner Alliteration gefangen war. Komm schon, halt sie warm, Alter. Halte sie warm. Wie er reinkloppt, der Kollege da unten, ne? Okay, mal sehen, was der kann. Wuff. Okay, super krass viele, super heiße Paprikarinos. So, der hier kommt mal hier hin, dass die schön warm bleiben. Und den einen, ich weiß nicht, ob wir den einen noch bekommen. Boah, der kalte Wirbel. Ja klar, direkt vor meine Füße oder was? Nein! Nicht gut, Mann, nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Der Wirbel hat alles versaut. Boah, die haben mir eben gerade ganz schön das Leben schwer gemacht. Junge, Junge, Junge. Also hier, dass die Pflanzen einfrieren, ist echt unangenehm. Ich brauche jeden Cent. Jede noch so kleine Münze. Wow, Tag 5 war mies. Tag 5 war richtig mies. Aber wir haben sie jetzt, oder? Also hier brauchen wir alles, was irgendwie Wärme abgibt. Noch ein Level übrig. Nein, wir haben ihn nicht. Verdammt, ich dachte, wir hätten ihn. Okay, dann direkt ins nächste Level. Ich will das. Ich will das Katapult. Die meisten Pflanzen wurden vorab für dich auserwählt. Oh. Ja, dann nehmen wir nur noch die beiden mit, oder?
Yo. Obwohl, ich hätte eher die Goldblüte mitnehmen sollen. Schmelze. Schmelze, mein Freund. Okay, 200 kostet dieses Baby. Ich brauche hier noch irgendwas schnell. Oh, ich hoffe, das reicht. Jo, sehr gut. Okay, ist noch nicht genügend gefroren. Oh, nicht gut. Und bam, hier ist eine Nuss. Komm schon, noch ein bisschen Kohle. So. Nein, die Nuss wurde eingefroren. Nicht schön, dieses Level. Halte durch, Nuss. Und hier noch eine Nuss hin. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh nein, 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 nein. Die fressen sich hier definitiv durch. Die fressen sich hier durch. Oh, Glück gehabt. So. Ich taue ihn auf. Alles gut, alles gut. Wir kriegen das hin. Okay, Nüsse brauchen wir im Moment keine. Und gib ihn. Geil, Mann. Geil, Mann. So, die letzte große Welle. Okay, das haben wir definitiv. Da können die nichts mehr. So, hier nehme ich nochmal für den Notfall ein bisschen Stachelkraut. Können Schneebälle werfen und wahrscheinlich dann meine Pflanzen einfrieren mit einem gezielten Wurf. Und wir haben sie endlich! Yay! Yay! Also bis jetzt gefällt mir Eis besser als der Wilde Westen. Ich finde das irgendwie cooler. Auch die Pflanzen finde ich richtig geil hier. Und noch eine kleine Belohnung, weil wir das Katapult haben. Was gibt es? Wahrscheinlich Katapultkarten. Hätte ich kein Problem mit. Fünf. Boah, ich wette, das dauert auch ewig zum Leveln. Könnte ich mir gut vorstellen, dass man da lange dran sitzt. Wir können ja mal ganz kurz zurück. Und dann, Moment. Weg damit. Was gibt's denn hier eigentlich als nächstes? Hier gibt's eine Pinata und dann dieser Freund hier. Hier gibt's nicht so viele Pflanzen. Irgendeine Knolle hier drüben, eine Zwiebel oder sowas. Ja, und dann geht es. Oh, Moment, das geht ja länger. Uff. Die geht ja länger. Und dann gibt es hier noch irgendwas. Ah, wo ist denn jetzt das Paprika-Ding? Direkt hier ein Upgrade. Ja, und jetzt braucht man 50. Die dauern schon lange zu leveln, die Freunde hier. So, Leute, das war's aber auch mal wieder mit der Folge hier. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal und tschüss!